Die Bauern, sie sind weiter wütend und setzen daher auch ihre Proteste gegen die Sparmaßnahmen der Ampelkoalition fort. Und heute ist hauptsächlich der Frankfurter Flughafen das Ziel. Bis zu 2000 Traktoren sind unterwegs und fahren in einem Korso rund um das Gelände des größten deutschen Airports. Eine Blockade soll allerdings vermieden werden. Und so richtet sich die Demonstration der Landwirte vor allem gegen den Frachtbereich. Warum? Das erklären Jana Wochnick und Farina Fichtner-Zenker. Sie rollen wieder, aber nicht über die Felder, erneut über die Straßen. Diesmal vom Frankfurter Cargo-Flughafengelände. Bis zu 2000 Demonstranten, Landwirte sind angekündigt. Erneut wollen sie ein Zeichen setzen. Eine von ihnen, Andrea Ranfahr, Vorsitzende des ansässigen Regionalbauernverbandes. Eigentlich ist sie auch in der FDP aktiv. Aber was die Ampelregierung beschließt, schmeckt auch ihr nicht. Und der Frankfurter Flughafen, hier Cargo City im Hintergrund, ist ja sozusagen auch das Einfallstor für all die Produkte, die zu uns kommen. Wir fordern gleiche Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, dass unsere Standards, die wir hier einhalten müssen, bei den Lebensmitteln eben auch für die Importe gelten. Deshalb wollen die Bauern auch die Kürzungen von Subventionen nicht hinnehmen, um aus ihrer Sicht nicht weiter im Wettbewerb zu verlieren. Mit den im Bundestag beschlossenen Änderungen gestern sind wir jetzt auf Platz 2 in Europa an höchster Stelle, was die Kosten für unseren Sprit für die Landwirtschaft betrifft. Der Bundestag hat eine schrittweise Abschaffung des Agrardiesels beschlossen. Auch das war bereits ein Kompromiss. Vorher sollte er sofort wegfallen. Der Bundesrat muss noch im März zustimmen. Bis dahin wollen die Landwirte weiter ihren Unmut zeigen, auch über die Bürokratie, deren Abbau ihnen versprochen wurde. Bislang aus Sicht der Bauern nur Worte. Wir wollen gerne im Stall und auf dem Feld arbeiten und weniger im Büro Aktenordner füllen. Um der Branche entgegenzukommen, hat die Koalition generelle Erleichterungen in Aussicht gestellt und sucht dafür das Gespräch mit den Bauern. Die Fraktionen der Regierungsparteien haben zu einem Dialog über eine zukunftsfähige Landwirtschaft am 21. Februar eingeladen. Und damit schauen wir zu Farina Fichtner-Zenker, für uns seit Stunden bereits am Flughafen Frankfurt bei dem Cargo-Bereich. Farina, wir können sehen, ein LKW, ein Traktor nach dem anderen, lautstark. Also die Wut ist deutlich zu spüren der Bauern, oder? Ja, definitiv. Also hier wird Stimmung gemacht, Hubkonzerte und das jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Stunden. Sprechen wollen die Bauern heute aber nicht so mit uns. Sie sagen, wir lassen Taten folgen. Und warum hier der Frankfurter Flughafen? Wir haben es eben schon im Vorbericht gehört. Es geht eben darum, dass sie sagen, die Menschen wollen Produkte regional bezahlbar aus Deutschland. Und es kann nicht sein, dass eben Produkte hier aus der ganzen Welt eingeflogen werden, die wir eigentlich auch hier mit unserer Landwirtschaft produzieren können. Aber es günstiger ist für den Lebensmittelhandel, eben diese einfliegen zu lassen. Das ist auch was, wo sie sagen, das geht nicht, eben zu diesen Subventionen, die jetzt gestrichen worden sind, beziehungsweise ja schrittweise abgebaut werden können. 2000 Traktoren haben sich dieser Demonstration rund angeschlossen. Und kommt jetzt langsam zum Ende. Also sie fahren jetzt wieder die Runde zurück und haben sich mal wieder stark gemacht für das, was sie kämpfen wollen. Und es wird wahrscheinlich definitiv nicht die letzte Demonstration sein, die wir hier in den Tagen von den Bauern noch sehen werden. Ja, Farina, aber Frankfurt ist ja nun mal der größte deutsche Flughafen in Deutschland. Und wir haben in einigen Bundesländern jetzt auch die Winterferien, die ja heute beginnen. Und viele Tausende strömen natürlich nach Frankfurt, um tatsächlich irgendwo hinzufliegen, um diese Woche Ferien zu nutzen. Sind die Passagiere in irgendeiner Form betroffen? Denn bisher haben die Bauern ja noch den Rückhalt in der Bevölkerung. Aber wenn sie jetzt sich mit den Passagieren anlegen, dann wissen wir, wie es aussieht bei Bahnstreiks und Ähnlichem. Ja, die Frage hatte ich eben auch weitergegeben und das liegt definitiv nicht im Interesse der Bauern, hier die Passagiere zu blockieren und hier irgendjemanden an ihren Flügen und ihrem Urlaub eben zu hindern. Dementsprechend auch der bewegte Prozess, also keine Blockade. Die Wege zum Flughafen-Terminal, wo dann eben die Ferienflieger und Linienflieger losgehen, die sind frei. Wir hatten eben auch noch mal mit dem Fraport-Betreiber vom Frankfurter Flughafen gesprochen und der Polizei. Jeder Passagier, der seinen Flug kriegen will, der kann ganz normal eben vom Osten und Westen hier an den Frankfurter Flughafen ranfahren. Nur die Cargo City Süd, also da, wo die Cargo-Flieger kommen, diese ist teilweise blockiert gewesen und die öffentlichen Verkehrsmittel fahren auch. Von daher gute Nachrichten für die Passagiere, die können ganz normal in den Urlaub starten. Ja, und Farina, das ist wirklich eine gute Nachricht. Und du kannst jetzt erstmal weiter das Hubkonzert genießen rund um den Frankfurter Flughafen. Bis später.
Und damit schauen wir jetzt nach Frankreich, denn bei einem Messerangriff in Paris sind auf einem Bahnhof mindestens 3 Menschen verletzt worden. Die Attacke ereignete sich gegen 8 Uhr in einer Wartehalle im Untergeschoss des Gare de Lyon. Eine Person soll schwer, 2 weitere leicht verletzt worden sein. Ein 32-Jähriger wurde auch festgenommen. Sein Motiv ist bisher noch unklar. Der Tatverdächtige soll sich mit einem italienischen Führerschein ausgewiesen haben. Damit zu unserem Frankreich-Korrespondenten Peter Heusch in Paris. Peter, hast du weitere Einzelheiten? Noch scheinen die Hintergründe ja vollkommen unklar zu sein bei dieser Messerattacke. Motive unbekannt oder Motiv unbekannt, das hat man mir gesagt, als ich eben mit der Polizeipräfektur gesprochen habe. Von terroristischen Anschlag oder von einem terroristischen Hintergrund spricht im Augenblick niemand. Übrigens, dieser Mann, der hat also da in einer unterirdischen Halle des Gare de Lyon auf einmal ein Messer gezogen und auf die Nächststehenden eingestochen. Du hast ja schon gesagt, es hat 2 leicht Verletzte gegeben. Ein Mann ist schwerer verletzt, allerdings nicht in Lebensgefahr. Und er ist sofort festgenommen worden. Es herrschen hier ja nach wie vor sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, es waren sowohl Polizeibeamte als auch Militär vor Ort. Die haben den Mann sofort festgenommen. Der hat auch keinen Widerstand geleistet. Der hat übrigens auch nicht Allahu Akbar gerufen, was ja normalerweise terroristische oder islamistische Attentäter tun. Und er sagt nichts, aber man hat seine Ausweispapiere bei ihm gefunden. Demnach handelt es sich um einen Malier, der 23 oder 24 Jahre alt ist und der eine italienische Aufenthaltserlaubnis hatte. Also man weiß auch nicht, warum er in Frankreich ist. Also in Wirklichkeit weiß man im Augenblick noch sehr wenig. Und wie gesagt, der Mann ist zwar festgenommen worden, hat keinen Widerstand geleistet, aber verweigert momentan noch jede Aussage. Peter, danke für diese aktuellen Informationen. War es also ein Terroranschlag in Paris? Du wirst die Lage für uns weiter im Blick haben. Danke dir und bis später. Nordkorea hat nun offiziell den jüngsten Abschuss von Marsflugkörpern bestätigt. Der gestrige Start war bereits der 4. Raketentest seit Jahresbeginn. Machthaber Kim Jong-un rief das nordkoreanische Militär auf, die Vorbereitungen auf einen Krieg zu intensivieren. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in den vergangenen Monaten weiter zugenommen, da Kim die Entwicklung neuer Waffen vorantreibt und den USA und deren asiatischen Verbündeten, aber vor allem Südkorea, mit einem Atomkrieg droht. Und damit schauen wir auf die Lage im Nahen Osten. Joe Biden hatte es ja bereits angekündigt, aber nun hat der US-Präsident und Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte den Befehl, mit Kampfbombern und Kampffliegern mehr als 85 Ziele von pro-iranischen Milizen im Irak und Syrien anzugreifen, gegeben. Im Fokus waren Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager. Es war also der Vergeltungsschlag für den Drohnenangriff der Extremisten auf US-Soldaten in Jordanien am vergangenen Sonntag. Dabei kamen 3 GIs ums Leben und Dutzende wurden verletzt. Biden kündigte weitere Militärschläge in der Region an. Zugleich betonte er aber, er wolle keinen Krieg mit dem Mullah-Regime im Iran. Luisa Stangl mit dem aktuellen Überblick. Die USA schicken Langstreckenbomber vom Typ B-1 los. Das Ziel: Irak und Syrien. Diese Aufnahmen sollen Explosionen im irakischen Al-Qaim zeigen, nachdem ein Waffendepot getroffen wurde. Es ist der Vergeltungsschlag der USA nach dem Drohnenangriff vor rund einer Woche auf einen US-Posten in Jordanien, bei dem 3 US-Soldaten starben. Laut Präsident Biden sind die Angriffe nur der Auftakt zu einer Vergeltungsaktion der USA. Unsere Reaktion hat heute begonnen. Sie wird zu Zeiten und an Orten unserer Wahl fortgesetzt. Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt im Nahen Osten oder irgendwo sonst auf der Welt an. Aber all jene, die uns Schaden zufügen wollen, sollen Folgendes wissen. Wenn sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir darauf reagieren. Nur wenige Stunden vor den Gegenanschlägen erwies Präsident Biden den 3 getöteten US-Soldaten die letzte Ehre am Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware. Für den Angriff macht der vom Iran unterstützte militante Gruppen verantwortlich. Bei dem Vergeltungsschlag nahm das US-Militär 7 größere Stellungen ins Visier. 3 davon im Irak, 4 in Syrien. Insgesamt wurden 85 Einzelziele getroffen. Bei den Zielen handelt es sich um Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager von iranischen Revolutionsgarden und mit ihnen verbundenen Milizen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses teilte in einem Telefonat mit:
Zahlreiche Flugzeuge, darunter auch B-1-Bomber, die von den Vereinigten Staaten entsandt wurden, waren an dieser Operation beteiligt und feuerten im Verlauf von etwa 30 Minuten mehr als 125 Präzisionslenkwaffen ab. Die Ziele seien sorgfältig ausgewählt worden, um zivile Opfer zu vermeiden, heißt es. Die irakische Regierung verurteilte die US-Luftangriffe als Verletzung der irakischen Souveränität. Und wir sehen es, die Lage im Nahen Osten spitzt sich damit weiter zu. Daniel Koop beobachtet das Geschehen für uns weiterhin von Tel Aviv aus. Daniel, aber lass uns in den Gazastreifen direkt schauen, denn die Ankündigung Israels jetzt auch den Süden des Küstengebietes und die Stadt Rafah, wo sich ja Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende zivile Palästinenser befinden, die spitzt im Moment die Lage auch noch weiter zu, oder? Absolut. Also die Lage hier im Nahen Osten, man kann es wirklich als ein Pulverfass bezeichnen, auch wenn die USA, und sprechen wir da ganz kurz noch einmal über die Einsätze der Spezialkräfte in der letzten Nacht, die sprechen ja davon, die USA, dass sie keine weitere Eskalation wollen. Aber wenn wir uns hier auch über Rafah unterhalten, du hast es ja gerade schon angesprochen, die israelischen Streitkräfte haben ja angekündigt, dass man die Einsätze im Gazastreifen auf diese südliche Stadt dann auch ausweiten könnte. Und wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich um die 1,2 Millionen Zivilisten sein dürften, die da sowieso schon unter schwierigsten Bedingungen leben. Das ist eine kleine Stadt, die schon jetzt komplett überfüllt ist mit Menschen, die beispielsweise von Gaza Stadt genau in diese Region dann auch geflüchtet sind. Und ja, man kann davon ausgehen, sollte es wirklich zu Einsätzen der israelischen Armee genau in diesem Gebiet auch kommen, das dürfte zu einem weiteren Aufschrei hier auch in der arabischen Welt, vor allem auch im Nahen Osten, dann führen. Also das kann man sich, glaube ich, überhaupt gar nicht ausmalen. Das wäre eine weitere Eskalation. Und wenn wir uns über Rafah in der aktuellen Situation unterhalten, also laut unseren Informationen gibt es diese Angriffe bisher dort noch nicht im großen Stil. Vereinzelte Einsätze gab es da. Man kann auch davon sprechen, dass dies vielleicht auch ein taktischer Zug der israelischen Streitkräfte sein könnte mit dieser Ankündigung, dass man die Hamas zum Einlenken bekommt, was einen Geiselaustausch angeht. Aber das ist auf jeden Fall eine Situation, die könnte sich hier noch einmal deutlich zuspitzen. Daniel, du wirst die Lage für uns weiter im Blick haben. Danke für den Moment nach Tel Aviv. Eigentlich sollte das Verfahren gegen Donald Trump wegen des Vorwurfs der Wahlmanipulation im März eröffnet werden. Nun hat eine Bundesrichterin aber den Prozessauftakt verschoben. Zur Begründung heißt es, ein anderes Gericht habe nämlich noch nicht über die Berufung des Ex-US-Präsidenten entschieden. Der 77-Jährige behauptet ja weiterhin, er sei immun gegen eine Strafverfolgung im Zusammenhang mit allen Handlungen, die er während seiner Amtszeit im Weißen Haus getroffen habe. Wann in diesem Fall also über Trumps Berufung entschieden wird, das ist noch unklar. Zurück nach Deutschland. Der Protest gegen Rechtsextremismus geht unvermindert weiter. Und auch heute werden bundesweit wieder Massenproteste erwartet. Allein in Berlin sind zu der Aktion Wir sind die Brandmauer am Reichstagsgebäude 100.000 Teilnehmer angemeldet. In Dresden haben rund 1.300 Organisationen gemeinsam zu einer Demonstration gegen Hass und für Toleranz aufgerufen. Darüber hinaus gibt es Dutzende weitere Aktionen in kleinen und großen Städten. Und Isabel Finzel ist bereits für uns vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Isabel, im Moment ist es noch ein bisschen ruhig, aber 100.000, das ist schon echt eine Ansage, oder? Ja, ganz richtig. Bis zu 100.000 Menschen werden hier tatsächlich nachher erwartet vor dem Reichstag hier. Und das ist auch unter anderem geplant, eine Menschenkette zu bilden um den Reichstag herum. Das soll dann die Brandmauer gegen rechts darstellen, heißt es von den Organisatoren. Also wir sind dann gespannt, ob wirklich tatsächlich so viele Menschen kommen. Unter anderem haben sich auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hier angekündigt und Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, will auch offenbar hier teilnehmen an der Demonstration. Also man zeigt sich auch ganz gerne von Seiten der Ampelparteien hier. Auch muss man dazu sagen, wenn die Ampelparteien ja auch nicht ganz unschuldig sind an den aktuellen Umfragewerten der AfD. Wir sehen ja aktuell, dass die AfD zwar etwas abgesackt ist in den Umfragen um 13%. Aktuell liegt sie bei 19%. Ich
glaube, man muss sich längerfristig auch anschauen, ob es dabei bleibt, ob es eben weiter nach unten geht oder eben nicht. Ich glaube, die AfD-Wähler, die wirklich überzeugt sind, auch die Kernwählerschaft der AfD, die wird sich sicherlich auch nicht überzeugen lassen von diesen Demonstrationen. Da braucht es sicherlich auch noch mehr, vielleicht ein paar von denjenigen, die unentschlossen sind, die aktuell überlegen, die AfD zu wählen, weil sie eben unzufrieden sind mit der Politik der Ampelregierung. Aber wie gesagt, da braucht es sicherlich auch noch mehr, um die zu überzeugen, womöglich eine andere Politik, aber auch das Auseinandersetzen mit den Themen der AfD, da darf sicherlich auch nicht so viel tabuisiert werden, wie das manchmal in der Vergangenheit der Fall war. Ja, und Isabel, du wirst diese Großdemonstration für uns dann beobachten. Danke dir im Moment vor das Reichstagsgebäude. Bei schweren Waldbränden in Chile sind mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Im Zentrum und Süden des lateinamerikanischen Landes wüten derzeit mehrere Waldbrände und Dutzende Häuser wurden bereits durch die Flammen zerstört, unter anderem in der bei Touristen beliebten Küstenstadt Viña del Mar. Einige Regionen mussten daher auch schon evakuiert werden. In Norwegens Hauptstadt Oslo sorgte ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz für Aufsehen, denn ein Tesla stürzte mit seinen zwei Insassen ins Hafenbecken. Offenbar hatte der Fahrer die Hinweise des E-Autos falsch interpretiert. Naja, so ein Navigationssystem muss man auch verstehen. Doch dann kam im letzten Moment ein wirklich Saunaboot angefahren und rettete die verunglückten Tesla-Insassen. Lebensgefahr für Fahrer und Beifahrer im eiskalten Fjord. Doch die beiden Insassen haben Glück. Ein Saunaboot kommt ihnen zur Hilfe. Der Skipper des Saunaboots und seine Gäste reagieren geistesgegenwärtig und ziehen die beiden buchstäblich in letzter Sekunde aus dem kalten Wasser. Für sie zählt jede Sekunde, denn das Wasser im Fjord ist 0,5 Grad kalt. Was für ein Glück, dass ausgerechnet ein Saunaboot in der Nähe ist. Einer der Gäste kam angerannt und erzählte mir, da ist ein Auto im Wasser gelandet. Ich habe nicht lange überlegt. Ich änderte den Kurs und fuhr mit Vollgas in Richtung der beiden Menschen. Augenzeugen filmen die ungewöhnliche Rettungsaktion vom Ufer aus. Wir haben sie zu dritt hochgezogen. Zum Glück haben wir eine Leiter für unsere Gäste an Bord. Wir halfen ihnen an Bord zu kommen. Sie waren total unter Schock. Skipper Nikolai setzt die beiden unterkühlten Tesla-Insassen sofort in die bordeigene Sauna, um sie aufzuwärmen. Die Polizei staunt nicht schlecht über die Aktion. In einer Meldung der Polizei der norwegischen Hauptstadt heißt es, ein Tesla sei von einer schwimmenden Sauna aus dem Wasser gefischt worden. Der Fahrer des Tesla hatte offenbar einen Hinweis des Hightech-Autos falsch interpretiert. Fest steht, dieser Unfall hätte auch anders ausgehen können. Wäre da nicht das Saunaboot gewesen. In Deutschland gibt es rund 97.000 Jagdscheininhaber und die Zahl der Jäger steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. So ist für die meisten die Jagdmesse in Dortmund ein Muss. Unter dem Titel Jagd und Hund werden nun die neuesten Trends präsentiert. Doch Tierschützern ist genau diese Ausstellung seit langem ein Dorn im Auge, weil dort auch Touren für die Jagd auf die Wildtiere in Afrika angeboten werden. Greta Wagner war für uns in Dortmund. Elefanten erlegen in Mosambik, Löwen- und Leopardenjagd in Namibia. Das Ganze nennt sich Trophäenjagd. Es liegen Preislisten, nein, genauer Abschusslisten parat. Ein Elefanten in Mosambik zu erschießen, wird hier für 35.000 Euro angeboten. Wie viele Menschen hier in dieser Halle sind und sich halt tatsächlich darüber informieren, was das kostet, jetzt hier so ein seltenes Tier eben abzuschießen einfach. Für jemanden wie mich, der nicht aus der Jagdszene kommt, bedrückende Bilder. Deshalb brauche ich Aufklärung eines Experten. Wieso wird Jagd auf Elefanten und Co. vermarktet und verkauft? Die Einnahmen aus der Auslandsjagd, die sind vor Ort wichtig, um dann wieder zu investieren in den Schutz der Tiere. Das sind ja beim Elefanten beispielsweise oder jetzt auch beim Löwen, sind das nur ausgewählte Tiere, alte Tiere, die nicht mehr an der Reproduktion teilnehmen, die zum Abschuss freigegeben werden. Das sind auch meist die Tiere, die ausgestoßen sind und die dann
in menschliche Siedlungen eindringen. Ähnlich wie mit dem Wolf in Deutschland, der in einigen Bundesländern zum Abschuss freigegeben ist, um menschlichen Lebensraum zu schützen. Nur zahlt hier keiner dafür, ihn zu erlegen. Die Auslandsjagd sei streng reguliert, damit nachhaltig. Außerdem bringe die zahlungsfähige Kundschaft mehr Geld ins Land, als durch Fototourismus erzielt werden könne, heißt es hier oftmals. Fotos werden allerdings trotzdem gemacht. So, ob das hier Bilder fürs Familienalbum sind, weiß ich nicht. Hans-Nico Sterner informiert sich für seine nächste Jagdreise. Hauptsächlich interessiere ihn das Land, sagt er. Bislang habe er zum Beispiel Antilopenbüffel und ein Zebra erlegt. Einen Elefanten würde er nicht erschießen. Hauptsächlich Antilopen. Ne? Ah, nein, das andere ist nichts für uns. Also das gibt unser Geldbeutel auch nicht her. Und da bin ich auch nicht für. Trophäenjagd. Seit Jahren ein umstrittener Punkt auf Europas größter Jagdmesse. Es wird mit Tierschutz und vor allem Artenschutz argumentiert. Und das mag auch bei alten und kranken Tieren auf jeden Fall der Fall sein. Wenn ich dann hier aber sehe, dass ein Elefant für 35.000 Euro zum Abschuss verkauft wird, dann ist das für mich eher befremdlich. Bis Sonntag kann man sich über diese Reisen der besonderen Art in Dortmund informieren. Und wir bleiben noch kurz in der Welt der Tiere. Schauen Sie sich mal diese Taube an. Ah, das Glück ist ihr wirklich in die Augen geschrieben, denn sie stammt aus Indien. Und diese Taube, die ist tatsächlich aus einem Gefängnis entlassen worden. 8 Monate war sie dort eingesperrt und sie stand unter Spionageverdacht für China. Der Grund, sie hatte nämlich Ringe an beiden Beinen und Schriftzeichen an den Flügeln. Aber jetzt konnte der Verdacht endlich ausgeräumt werden. Bei dem vermeintlichen Spionagevogel handelt es sich um eine verirrte Renntaube. Die stammt aus Taiwan und die ist einfach so von ihrem Besitzer vergessen worden. Also was für ein schönes Happy End für diese Taube.